Heute nähen wir gemeinsam ein ganz schnelles Handmade-Accessoire, was du in diesem Winter garantiert gebrauchen kannst. Oder auch super zum Verschenken an die beste Freundin, die Nachbarin, die Cousine, die Nichte. Du brauchst nur ein Stück Stoff und es sollte dehnbar sein. Ganz wichtig, ich nehme hier einen Strickstoff und schneide mir jetzt 20 cm in der Höhe und circa 50 bis 54 cm, das hängt immer ein bisschen von der Dehnbarkeit deines Stoffes, in der Länge ab. Zack, fertig und weiter geht's. Jetzt legst du rechts auf rechts, also die beiden schönen Seiten aufeinander und nähst die lange Seite zusammen. Ich stecke mir nur den Anfang fest und nähe mit der Overlock-Maschine, weil es einfach schneller geht. Du kannst es aber natürlich genauso gut auch mit deiner Nähmaschine nähen. So, gerade durchführen. Bis zum Ende, ja, das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Schließlich möchte man ja, dass die Naht gerade ist. Und dann, wenn du am Ende angekommen bist, kommen wir zum Wenden. Jetzt drehen wir wieder die schöne Seite nach außen. Da das Stoffstück ein bisschen breiter ist, geht das super einfach. Jetzt packst du dir die Naht auf die Mitte und guckst, dass sie ordentlich liegt. Am besten klappt das, wenn du nochmal drüber bügelst. Jetzt legst du dir das Stoffstück mit der schönen Seite vor dir hin, klappst die Enden um und jetzt kommt die Sandwich-Methode. Die beiden Enden bis zur Mitte aufeinander legen und jetzt die Außenkanten nach innen einklappen, sodass am Ende alle Stofflagen wie ein Sandwich übereinander liegen. Gut feststecken. Und dann geht's wieder an die Nähmaschine. Yep, diesmal gehe ich wirklich an die richtige Nähmaschine, denn nur dann kann ich die Naht auch ganz knappkantig abschneiden. Als kleiner Tipp für dich, besorg dir so eine Hebamme oder nimm ein Stoffstück, was du dick gefaltet hast, damit der Nähfuß nicht in der Luft hängt und das Stoffstück super transportiert wird. So, Nadel runter. Und dann geht's los. Nähe langsam, damit es eine ordentliche, saubere Naht ist. Die Hebamme rutscht dann von ganz alleine hinten raus. Vernähen am Anfang und am Ende, ganz wichtig, damit deine Naht gesichert ist. Und jetzt Nadeln raus vorm Schnitt. Sonst machst du dir noch die Schere kaputt. Und jetzt schneidest du das Überstehende ganz knappkantig ab, damit die Naht am Kopf nicht stört, denn zack, fertig ist schon dein gedrehtes Haarband. Aus Strick sieht es besonders schön aus, aber auch Jacquard ist super für dieses Handmade-Accessoire geeignet. Willst du mehr?